Adidas Ace Zones Pro. Die Adidas Ace Zones gibt es in neuer Farbkombination. Das heißt, die Farbe ist jetzt Shock Blue, White, Solar Green. Eine Dreifachfarbkombination, die den Ace einfach nochmal in einem neuen Look bringt und die dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel auf der Innenhand die Torwarthandschuhe jetzt auch mit grünem abgesetzten Haftschaumbereichen gibt, aber halt eben blauer Farbkombination dazu. Und ansonsten sind die Handschuhe exakt identisch mit allen Adidas Ace Zones Handschuhen zuvor. Beim Ace Zones Pro ist dabei wieder im Einsatz die beliebte Doppel-Stretch-Bandage, die mit zwei Klettverschlüssen dafür sorgt, dass man die Torwarthandschuhe besonders gut fixieren kann. Die Einstiegshilfe, die wir bereits aus der vorigen Farbkombination in Grün kennen, ist wieder mit dabei. Und somit lassen sich die Handschuhe leicht anziehen, mit der Doppel-Stretch-Bandage gut fixieren. Die Ace Zones Pro sind auch weiterhin natürlich im Bereich Seamless Touch geschnitten. Das heißt, die Nähte sind nach innen gezogen und es ergibt sich somit eine Passform, die besonders genau ist, und die Torwarthandschuhe sitzen eng und passgenau. Im unteren Bereich kommt die Anti-Abrasion Zone wieder zum Einsatz. Die Zone, die dafür sorgt, dass der Haftschaum geschützt wird, gerade wenn man so über den Boden rutscht, wird der Haftschaum zusätzlich geschützt. Die grüne Zone ist als Evo Zone Tag, das heißt, der Haftschaum, der dort eingesetzt wird, ist jetzt wieder direkt verschweißt, genauso wie wir es auch beim komplett grünen Modell hatten. Und im oberen Bereich kommt halt die Punching Zone wieder zum Einsatz, die dafür sorgt, dass man den Ball schon bei der Faustabwehr kontrollieren kann. Wie gesagt, die Ace Zones Pro in Shock Blue sind eine weitere Farbkombination. Alle Bundesliga-Torhüter werden weiterhin, oder alle Bundesliga-Torhüter von Adidas werden weiterhin die grüne Farbe tragen. Die Ace Zones Pro in Blau sind eine Sonderfarbe und mit der grünen Farbe liegt ihr definitiv auch richtig. Welche Farbkombo findet ihr besser? Setzt ihr auf den Adidas Ace Zones Pro? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare.